Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr lest es schon im Titel. Ja, wir müssen mal ein bisschen reden. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Es ist momentan relativ ruhig, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen länger. Und ich wollte mit euch einfach mal drüber reden, was so die Gründe dafür sind und was so die Planung für die nächste Zeit ist. Aber dazu kommen wir gleich, denn vorher wollte ich euch auch nochmal darum bitten, mir Fragen einerseits unter diesem Video hier zu stellen. Und ich werde wahrscheinlich auf Instagram auch nochmal in der Story die nächsten Tage irgendwas reinpacken, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Denn ja, ich würde gerne ein paar Fragen von euch sammeln. Das heißt, stellt mir gerne alle eure Fragen, die ihr an mich habt. Und ich probiere dann alle zu beantworten, sofern ich sie beantworten kann. Und dann werde ich dazu auch noch ein Video machen. Das habe ich jetzt länger nicht gemacht und ich denke mal, das ist vielleicht auch ganz gut. Dann kommen wir jetzt aber auch schon zum Thema des Videos, währenddessen ich hier so einfach mal so ein paar random Aufgaben und sowas mache. Genau, ja, womit fange ich denn am besten mal an? Ich würde sagen, es ist den meisten schon aufgefallen, dass in letzter Zeit generell immer weniger Videos so kamen und das Ganze vor allem in den letzten 2, 3 Monaten nochmal abgenommen hat, also nochmal mehr abgenommen hat als davor. Und ich wollte euch einfach mal so die Hauptgründe dafür verraten. Und der erste Grund ist recht obvious, einfach Zeit. Ja, ich habe sehr viel mit Ausbildung und so zu tun. Nebenbei andere Dinge natürlich noch. Und da bleibt generell am Tag nicht so viel Zeit für verschiedene Dinge. Das ist der eine Grund, warum ich jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause hocke und mich zum Beispiel mit SSO beschäftigen könnte und so weiter. Aber es ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum ich die Zeit, die ich habe, nicht komplett für YouTube nutze. Denn logischerweise gehören da auch noch andere Dinge dazu und da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Teilweise fehlt einem dann halt nach so einem Tag auch die Motivation und teilweise bietet SSO auch nicht immer gerade spannende Dinge. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, immer wenn irgendwie die Roadmap rauskam und irgendwelche coolen Blogposts, irgendwas Krasses angekündigt wurde, es halt in SSO einfach was gab, wo man halt gerade gehypt war und das gerade schnell machen wollte, dann war ich auf jeden Fall sofort am Start, habe meine Videos rausgehauen. Mein letztes Video, 3 Wochen mittlerweile her, war jetzt was anderes, da komme ich auch gleich noch zu. Aber vor einem Monat die letzte Roadmap und ich kann euch schon mal beruhigen, in den nächsten Tagen, Wochen, 2 Wochen so, werden auf jeden Fall wieder ein paar mehr Videos kommen, denn unter anderem die Roadmap, der Blogpost für den August und so, die stehen an. Da werden einerseits die Videos kommen und dann noch was anderes, da komme ich aber nachher noch zu. Und genau, das sind halt einfach so die Gründe, weshalb ich dann einfach nur diese Videos gemacht habe. Dann natürlich auch noch Motivation hinsichtlich zu Videoideen. Ich mache jetzt tatsächlich schon ein paar Jährchen Starship YouTube und habe schon einiges an Challenges gemacht. Und viele News-Videos und auch ein paar andere Videos in verschiedene Richtungen so. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, solltet ihr das auf jeden Fall ja, mitbekommen haben. Und in letzter Zeit war dann halt eher der Fokus auf den News-Videos. Beziehungsweise in letzter Zeit habe ich auch diese kleinen SSO-Business-Videos rausgebracht. Das hat einen anderen Grund, warum ich die rausgebracht habe. Das sind quasi so Zusatzvideos, die ich jetzt nicht so als richtiges Video ansehe, denn die haben noch eine Bedeutung. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wenn ihr mich länger verfolgt, was. Also ich habe auf jeden Fall was Größeres geplant. Da komme ich auch noch zu. Aber das in einem anderen Video. Genau, also vorwiegend die Videos, News-Videos und ab und zu mal noch eine Challenge. Aber auch Challenges sind eher in letzter Zeit ziemlich selten gewesen. Genau. Das liegt einfach daran, dass zudem noch die Interesse der Community nicht mehr so krass da war wie früher. Also wenn wir uns jetzt mal an vor 2, 3 Jahre erinnern, gut, da waren jetzt so Faktoren wie Corona, wo viele zu Hause waren und so weiter. Aber da waren halt einfach krass viele Leute immer mit dabei, weil wenn sie uns fangen bei anderen Challenges und so weiter und generell natürlich auch Leute, die die Videos geguckt haben. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich meine, ihr seht die Aufrufe selber, sie sind nicht mehr so krass wie früher. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der da so krass drauf schaut, aber trotzdem ist es natürlich ein Fakt, dass ich mir, wenn ich mir die Mühe für ein Video mache
wo ich jetzt 2 Stunden Arbeit reinstecke und am Ende schauen es nur 100, 200 Leute. Meine Motivation, das dann nochmal zu machen, nicht ganz so groß ist, als wenn es jetzt ein paar tausend Aufrufe hat. Das kann sich vielleicht jeder von euch denken in dem Falle. Das ist ein weiterer Grund. Und natürlich auch halt das Engagement der Community generell ist halt einfach schwächer geworden als früher. Das ist, ich denke mal, das hat jeder von euch gemerkt. Ob das jetzt an SSO liegt, ob die Leute lieber andere YouTuber gucken, ob sie einfach generell SSO nur noch so nebenbei machen und nicht mehr halt so krass irgendwie, ja, sich halt für SSO für die Community einsetzen. Da hat jedes Spiel also seine eigenen Communities, wo halt manche Leute irgendwie, ja, Datenbanken erstellen, was auch immer, halt einfach so Fanressourcen, die einem was nutzen, wie zum Beispiel ich es mache mit meinem Discord-Server, mit den SSO-Angeboten, mit den News und so weiter und verschiedenen anderen Dingen. Einfach für so Community-Aktionen außerhalb des Spiels zu sorgen. Das ist auf jeden Fall auch was, was in SSO nie so wirklich krass da war und in letzter Zeit sehr wenig da ist, um es mal so zu sagen. Und ja, das sind halt einfach so die Gründe, wodurch meine Motivation nicht mal so absichtlich gesenkt wird, sondern halt einfach indirekt nochmal so runtergeht. Und weshalb ich dann halt einfach mir nach 8 Stunden Arbeit oder so am Tag dann nicht unbedingt die Lust habe, gerade mir noch eine Idee zu machen, was ich jetzt aufnehmen könnte und so weiter, was ich zum Teil früher gemacht habe. Also wenn ihr euch daran erinnert, vor einem Jahr, vor ja, etwas mehr als einem Jahr, habe ich eigentlich fast täglich bzw. alle 2 Tage Videos rausgebracht, mir jedes Mal was ausgedacht. Da hatte ich aber, wie gesagt, auch die Zeit. Und das ist, wie gesagt, heutzutage jetzt nicht mehr so möglich. Genau. Dann der Grund, warum oder was auch viele angesprochen hatten, wann mal wieder, wenn sie uns fangen kommt. Das gehört da auch mit dazu. Einerseits habe ich Lust, das Ganze zu machen, ja, aber ihr müsst euch vorstellen, so wenn sie uns fangen, ist schon recht aufwendig zu produzieren. Also ich muss mich einerseits darauf verlassen, dass genug Leute mit dabei sind. Dann muss ich einen Datum planen, an einem Wochenende bestenfalls, weil da halt einfach die meisten Leute Zeit haben und bietet sich einfach am besten am Wochenende an. Also klar könnte ich das irgendwann, was weiß ich, Dienstagabend machen, aber ich glaube, dann würden halt einfach nicht so viele mitmachen können. Und ich will schon, dass so viele wie möglich mitmachen können. Und ja, das Ganze zu planen und durchzuführen, kostet mich halt auch einfach Zeit, die ich dann, wenn am Ende nur 10 Leute mitmachen oder das Video am Ende nur, was weiß ich, 500 Leute schauen jetzt bei Wenn sie uns fangen, dann halt lieber in andere Dinge investiere. Und das sind so die Gründe, warum in letzter Zeit eher weniger sowas kam. Das heißt nicht, dass sowas nicht mehr kommen wird. Also wenn ich merke, ihr habt Lust drauf, unbedingt mal wieder auf, wenn sie uns fangen und mir das Ganze auf die Kommentare schreibt, was auch immer, dann bin ich natürlich der Allerletzte, der dann sagt, nö, kein Bock, machen wir nicht. Habt da schon Lust drauf. Und ich denke mal, es wird dieses Jahr auch noch neue Folgen geben. Anders sein wird, wie gesagt, liegt an verschiedenen Dingen. Aber mal schauen, ich habe auf jeden Fall an sich schon Lust drauf. Genau. Und jetzt noch ein letzter Punkt, warum generell auch die Zeit nicht da war. Ja, ich arbeite, vielleicht haben es viele von euch schon mitbekommen, an einem großen Projekt. Die meisten können sich vielleicht schon denken, was es ist. Ich habe es mehrmals in Streams angeteasert. Und das frisst unnormal viel Zeit. Und generell die Zeit, die ich sonst halt in Videos investiert habe, ging in den letzten Monaten vorwiegend in dieses Projekt. Aber ich kann euch beruhigen, das Projekt ist zu, sagen wir, 95% abgeschlossen. Morgen ist dann noch so ein Tag, da kommt was Neues, was ich gerne noch mitnehmen würde. Und sobald das dann fertig ist, wird das Projekt fertiggestellt werden können. Und ich denke mal, ich kann ziemlich sicher sagen, dass es dann im September veröffentlicht wird, aber mehr möchte ich dazu gar nicht verraten. Da wird noch ein separates Video zu kommen, was ich da machen werde. Und da werdet ihr noch mehr erfahren und da werde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Gut, ja, das waren jetzt erstmal so die Hauptgründe, warum es aktuell so läuft, wie es halt läuft. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie aktuell so eure Motivation in Bezug zu SSO selber spielen und in Bezug zu SSO-Videos schauen ist. Denn
Mich würde natürlich auch interessieren, auf welche Videos habt ihr Lust? Was würde es sich lohnen zu machen? Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich in nächster Zeit vorwiegend mal wieder machen kann. Denn ich möchte auf jeden Fall trotzdem noch weiterhin Videos produzieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich absolut die Lust daran verloren habe. Und die Lust an der Saison habe ich auch absolut nicht verloren. Klar gibt es immer mal so Phasen, wie jetzt vielleicht die letzten Wochen, wo es halt eher so ruhig verlief um SSO, nichts Großes rauskam. Jetzt hatten wir die Mustangs, dann halt dieses Springreitrennen davor, das Guillermo Gadea-Rennen. Jetzt halt diese Alex-Quest. Ja, morgen kommt Story-Quest, da freue ich mich schon echt drauf. Das sind halt einfach so Phasen, da spielt man jetzt nicht so mega krass aktiv wie bei einem Western-Camp zuvor, wo ich halt richtig viel gespielt hatte auch. Das ist normal, aber ich habe trotzdem immer noch Spaß an dem Spiel und spiele es eigentlich mehrmals die Woche trotzdem noch. Und die Streams finden ja natürlich auch immer noch jede Woche Mittwoch statt. Solltet ihr eigentlich mitbekommen haben. Und ja, das sind wie gesagt nicht die Gründe. Und ich merke gerade, meine Jorvik-Schlinge sind hier voll. Das ist gerade gar nicht gut. Guck mal nebenbei, was ich mir kaufen kann. Aber ja, auf jeden Fall soll es auch weiterhin Videos geben. Und ich werde auch weiterhin Videos machen. Natürlich News jetzt in nächster Zeit erstmal noch vorwiegend. Denn die Roadmap steht bevor. Was steht noch bevor? Der Blogpost. Dann im September haben wir den SSO-Geburtstag und so weiter. Aber auch wie gesagt, das große Projekt. Und sobald das durch ist, werde ich auch wieder zwischendurch die Zeit haben, mal ein paar Challenge-Videos oder was anderes. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Dann werde ich das versuchen umzusetzen. Gut, ja, das war jetzt vorwiegend eigentlich alles, worüber ich mit euch reden möchte. Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, könnt ihr mir natürlich gerne einen Kommentar schreiben oder wie gesagt, eure Frage auch in den Kommentaren stellen. Dann werde ich sie entweder direkt da beantworten oder halt in das FAQ-Video oder halt Q&A-Video besser gesagt mit aufnehmen, was ich dann auch in den nächsten Wochen machen möchte. Gut, dann hoffe ich mal, dass ihr jetzt besser versteht, warum es aktuell so ist, wie es ist. Vielleicht das Ganze nachvollziehen könnt. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben, würde mich mal interessieren. Dann ist es halt so. Aber ja, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch für dieses Video, fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder oder morgen im Livestream mit der neuen Story Quest. Übrigens morgen schon ab 17 Uhr, dass wir in Ruhe Zeit haben, die Story Quest zu spielen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.